warst du also? Tiefer ist... also... Alleine schaffe ich das nicht. Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tiefer ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey, Cloud. Darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also, echt dufte, dass du dich um Tiefer kümmerst, Bruder. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch... Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pickling, pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Aber wenn's drauf ankommt, gewinnt immer der Romantikteil mir Oberhand. Sag mal, Bruder, hast du vielleicht einen Tipp für so eine zart beseitete Seele wie mich? Nein. Mensch, Bruder. Okay, ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon. Ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aris, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aris. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst... wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Hör auf meinen Rat und geh. Übrigens, Aris, hat er dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt.
Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Hä? Hey, Kleine, das ist ja ein heißes Outfit. Heute schon was vor? Oh, das ist ja mal ein hübsches Mädchen. Oh, das ist ja ein hübsches Mädchen. Wie bitte? Was hast du gesagt? Kein Grund zur Eifersucht. Hübscher als du ist schon. Hey, Süße! Wie sieht's aus? Kann man sich mal kennenlernen? Ich hab schon wieder den ganzen. Also, die Aufmachung sieht aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Die Kleine wird das gleich nicht richtig aus. Bis nachts verblühen die kostbarsten Blumen. Wir gehen so schön. Hier sind wir doch. Ganz genau, am Honigtöpfchen, um dir ein Empfehlungsschreiben von Anjan zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten. Und Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Was? Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anjan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anjan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Ich habe ein halbes Jahr auf die Logenplätze gespart. Endlich ist. Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, Sie im Honigtöpfchen begrüßen zu dürfen, wo Ihre süßesten Träume wahr werden. Ich möchte mit Anjan reden. Sie müssen Cloud sein. Anjan erwartet Sie bereits. Woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, sie zu ihm durchzulassen. Anjan wird sie an der Bühne im Hauptsaal erwarten. An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dort hinten. Endlich im Honigtöpfchen. Wie habe ich davon geträumt? Ich krieg dich, Schätzchen. Schön teuer. Und? Was glaubst du, was das hier ist? Ja, vielleicht ein Kreis? Wer bist denn du? Naja, auch egal. Und jetzt darfst du mal erraten. Was glaubst du, was sie uns zeigt? Düdü, das war leider falsch. Mann, Mann, Mann. Das war ja schlecht. Willst du dich...
Super, das war die richtige Antwort. Ausgezeichnet. Wusste ich doch, dass ich dir vertrauen kann. Schon erwartet. Bitte nehmen Sie hier Platz. Nein, ich will doch nur... Huh? Oh, haben Sie sich vielleicht im Zimmer geirrt? Oder sind Sie einfach nur schüchtern? Schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anion verlangt hat. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Tanzen? Warum? Anion hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon. Moment. Anfang ist schwer. Bitte, der Herr, hier geht es entlang. Cloud, schön, dich zu sehen. Du steckst voller Überraschungen. Hey, wie möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anion kommt? Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Sweet here at the Honey Bee, in every moment is a treat. Willkommen im Honigtöpfchen, Cloud. Du willst eine Empfehlung von mir? Sollst du haben? Also, zeig mir mit einem Tanz, dass du eine würdige Braut abgeben wirst. Yeah.
sehen, ob du mithalten kannst. Sehr schön, wie ergreifend. Also gut, ich werde mein Bestes geben, um aus dir die heißeste Braut hier zu machen. Ja, dann lasst uns die Show beginnen. Von innen. Hörst du, Cloud? Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Leg all deine Ängste ab. Die Show heute war ja mal echt der Hammer. Diese Drehungen, so anmutig und grazil. Du bist ja total aus dem Häuschen. Komm schon, nur ein Drink. Dann quatschen wir noch ein bisschen.
War das improvisiert? Bestimmt. Der Junge schien extrem überrascht. Wow, was für eine hübsche Frau!